Hey Leute, mein Name ist Stummel13 und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mal wieder im Euro Truck Simulator, tagtäglich. Und ja, im letzten Video waren wir von Ostrau oder Ostrava nach Bratislava gefahren. Wenn ihr das Video verpasst habt, schaut gerne rein. Und ja, haben da auch wieder gut Kohle gemacht. Und heute wollten wir ja von Bratislava hier unseren Auftrag Baggerlader nach Linz nehmen. Erstmal möchte ich mich auch noch bei einem Handballkameraden bedanken, der mir gestern glaube ich, nochmal über WhatsApp eine Sprachnachricht gesendet hat, in der er sich für dieses Projekt bekannt hat, sich sehr freut über diese Videos, was mich natürlich dementsprechend auch gefreut hat. Also erstmal danke nochmal für die Rückmeldung, hat mich sehr gefreut. Und ja, könnt ihr mir auch nochmal in die Kommentare schreiben, wie euch das hier so gefällt. Oder einfach ein Like da lassen, je nachdem was euch lieber ist, oder beides, würde ich auch nicht nein zu sagen. Aber naja, dann wollen wir mal nach Linz. So, da sind wir dann auch schon wieder. Dann wollen wir uns mal unseren Auftrag hier abholen. Eine etwas kompliziertere Auffahrt hier. So. Beep, beep, beep. Und sehr, sehr gerade reingefahren. Angefahren. So. Dann geht die Reise nach Linz mal los, 223 Kilometer. Dann wollen wir mal. Aus Bratislava raus. Weil wir jetzt sagen nicht, wir fahren Bundesstraße, bitte nicht. Auch das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich hier echt Bundesstraße fahren, aber das gibt's doch nicht. Super. Wenn ich eins in diesem Spiel hasse, dann ist es Bundesstraße fahren. Vor allem in der Nacht bei Regen. Ach du Schande. Ja. Dann auch noch kurvig. Das kann ja was werden. Ich hier ohne Unfall durchkomme, mache ich drei Kreuze. So. Und werden hier jetzt gelandet. Grenze. So. Dann sind wir jetzt in Österreich. Und kleine Baustelle, das ist ja sehr sympathisch. Österreich war ich sogar mal. Das ist tatsächlich eine der Länder, in dem ich mal war. Was auch schon wieder lange her. Und
Linz war ich dann auch wiederum nicht. Also, Österreich sind die Städte ja meistens auch ganz schön. Von daher gehe ich auch mal in Linz davon aus und oh, da hinten kommt eine Autobahn, ich drehe durch. Autobahn Richtung Wien ist das. Das gefällt mir doch schon um einiges besser. Kann ich auch gleich mal entspannt den Tempomat anmachen, das ist ja schön. Auf die A4. Wien und Budapest. Ja gut, nach Budapest will ich noch nicht. Oder ist das Autobahn? Ja doch, ist Autobahn, oder? Ja, mehr oder weniger. Glaube, da war das andere gerade mehr Autobahn. So, links geht's nach Wien, das ist auch schön. Oder geht da rechts jetzt ernsthaft die Autobahn los und der sieht's dann, oder? Ich weiß schon, dass das natürlich auch vierspurige Bundesstraßen, so nicht Bundesbahn, Bundesstraßen gibt. Aber eigentlich ist gefühlt alles, was wir spurig. Oh Mann, jetzt werde ich hier schon wieder auf 50 abgebremst, nur weil wir in Wien sind. Jetzt fahre ich sogar durch Wien ernsthaft durch. Aber wenn wir es eigentlich kurz gefasst alles, was ja, vier Spuren hat eine Autobahn. Also nicht meckern. Stummel macht sich's nur leicht. Links abbiegen. Oder? Nee, ich habe ja Kreisverkehr. Immer diese Kreisverkehre in diesem Spiel. Dann haben wir immerhin gleich auch noch Wien mit erkundet. Das ist ja halbwegs was Positives. Jetzt weiter Richtung Linz. Noch gut 150 Kilometer. Sollte schaffbar sein. Machbar, schaffbar, ich weiß es nicht. Ich fahre auch schon wieder viel zu schnell, wie immer. So kann ja jetzt mal irgendwo ein Begrenzungsschild kommen. Wir schneller fahren dürfen. War unglaublich. Geschehen noch Zeichen und Wunder. Auf einmal kann ich mit Tempomat fahren. Yay. Unglaublich. Dann geht's gleich wieder bergauf. Klavier bergab und ich bin wieder um einiges zu schnell. Das ist ja fast so schlimm wie die Fahrt vor drei oder vier Folgen von Prag nach Ostrau. Okay, so schlimm vielleicht auch wieder nicht. Das war ja wirklich ein extrem voll, aber gut. Na ja gut, wir sind ja auch in den Alpen, ne? Gibt's natürlich auch ein paar mehr Berge.
Immer schön auf der rechten Spur fahren. So langweilig es auch ist. Das lässt sich ja nun mal nicht ändern. Ist das denn hier für eine Tankstelle? Das war nicht Shell, ne? Wasser, lieber Herr im Himmel, ne? Also, gleich noch 100 Kilometer. Und dann sind wir auch da. Natürlich menschenleer die Autobahn hier. Mitten in der Nacht. Hat man mal freie Fahrt, ist auch mal was Schönes. Und wieder runter. Njau. Und wieder hoch. Fährt durch die Alpen. Von denen sieht man natürlich jetzt in der Nacht auch nicht allzu viel. Und auf dem Navi wird uns schon angezeigt. Auf der Gegenspur hat es gekracht oder was ist da los? Joa. Und wurde dann nur wieder einer angehalten. Jetzt ist es doch eher was, eher aufs Letzteres tippen tatsächlich. So. Mittlerweile auf der A1. Oh ja. Na dann. Home is the what? Rechts geht's schon nach links, aber es ist anscheinend noch nicht so richtig. Nee, das ist nur eine Bundesstraße. Die ist natürlich ein bisschen langsamer. Umweg. Geradeaus geht's nach Salzburg und Linz. Ja. Red Bull Salzburg. Aber wir sollen zur ASK Linz. Das ist, glaube ich. Bin nun kein Experte, was die österreichische Bundesliga angeht, aber. LSK, ist das LSK? Ich weiß es nicht. So, dann geht's rechts ab. Und dann sind wir auch gleich da. Und dann kriegen wir wieder unser schönes Geld. Und kommt den Kredit oder der Abzahlung des Kredits wieder ein Stück näher, dass wir dann auch irgendwann hier richtig anfangen können. Da sind wir. Erster Aufenthalt in Linz. Das ist doch schön. Wieder ein Flecken mehr in der Euro Truck Simulator Welt erfunden.
erkundet, erforscht. So, hier kann ich gleich rüber über die Ampel. Dann sind wir mal wieder bei der DHL. Jeder Auftrag führt letzten Endes wieder zur DHL. Also. Was auch immer die DHL mit einem Bagger anfangen will, aber das ist nicht meine. Mein, ja. Business. Ich bin dafür zuständig, dass er da ankommt, wo er hin soll. So. Dann kamen wir, würde ich mal sagen, auch das wieder mit einem ausgezeichnet erreicht. 5.462 Euro gekriegt. Und dann können wir mal wie immer gucken. Oder, na, vielleicht schlafe ich auch erstmal da. Weiß nicht, ob ich noch nach Graz gucke. Nach Graz guck, nach Graz komme, so rum. Mann, das wäre sonst auch nochmal ein spannender Auftrag. Aber naja, das werden wir in der nächsten Folge sehen. Ja, lasst gern ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Und ja, habt noch einen schönen Tag wie immer. Und dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.